bedanke mich für den Applaus und wünsche Ihnen allen, sowohl Ihnen zu Hause als auch den Besuchern der Sendung hier in Dornbirn, einen schönen Samstagabend und freue mich, dass Sie auch heute bei Sport am Samstag mit dabei sind. Meine erste Gästerunde signalisiert Fußball. Ich begrüße den Präsidenten des SK Rapid, Günter Kaltenbrunner. Schönen guten Abend. Den Trainer Ernst Dokupil. Beifall kommt heute pauschal. Und die beiden Spieler Andi Heraf und Christian Stumpf. Schönen guten Abend. Andi, Christian, Radsport, auch ein Thema? Eigentlich wenig. Ich meine jetzt nicht selber aktiv, sondern was jetzt eben die Leistung Peter Luttenbergers betrifft oder auch Georg Totschnigs. Ja, plötzlich sind wir ja wieder jemand im Rad. Sicherlich eine tolle Sache bei solchen großen Veranstaltungen, zum Beispiel Tour de France oder Tour de Suisse. Sowas interessiert mich eigentlich schon noch. Oder die Österreich-Rundfahrt. Aber sonst im Großen und Ganzen eigentlich habe ich mit Radfahren eigentlich wenig am Hut. Andi? Ja, bei mir ist es ähnlich wie beim Christian. Also ich weiß nur, dass das eine sehr, sehr harte Sportart ist, wo wir kaum mithalten könnten, glaube ich, und man muss ihnen ein großes Lob zollen. Also Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Für uns sicher besser. Okay, damit sind wir beim Leisten und beim Fußball. Für den SK Rapid, der sich, wie erwähnt, derzeit in Vorarlberg auf die kommenden Aufgaben vorbereitet, war heute ein ganz wichtiger Tag. In Genf wurden die Qualifikationsspiele für die diesjährige Champions League ausgelost. Und Rapid zog dabei nicht nur einen schwierigen, sondern auch einen skandalumwitterten Gegner, nämlich den zweifachen Europacup-Sieger und ukrainischen Meister Dynamo Kiew, der im vergangenen Jahr wegen versuchter Schiedsrichterbestechung aus der Champions League ausgeschlossen worden war. Hans Huber berichtet aus Genf. Es war wie ein Nackenschlag für Manager Werner Kuhn, als Rapid in der letzten Paarung von UEFA-Präsident Lennart Johansson gezogen wurde. Es ist kein Rapid. Ein scharfer Blick zeigt, dass Rapid einen der spielstärksten Gegner gezogen hat. Einen Verein mit einem dunklen Punkt in der jüngsten Vergangenheit. Wir haben vorhin gerade mit dem Generalsekretär der UEFA gesprochen. Dynamo war ja auch im letzten Jahr in der Champions League und hat große Probleme gehabt im Zusammenhang mit Schiedsrichter. Sie wurden auch ausgeschlossen. Und ich glaube, dass aber in der Zukunft gerade deswegen ein spezieller Bedacht darauf gelegt wird, so etwas auszuschließen, dass so etwas nicht mehr passiert. Ich glaube, dass zukünftig wirklich Fairness und Sport im Vordergrund steht und dass auch aufgrund dieser Vorkommnisse wahrscheinlich die UEFA spezielles Augenmerk darauf legt. Kiews Präsident Zurkis will von der Vergangenheit nichts wissen, denkt vielmehr an die Zukunft. Es gibt viele westliche Mannschaften, die an unseren Spielern interessiert sind. Aber wir sind finanziell so stark, dass wir sie bei uns behalten wollen. Rapid war kein Wunschgegner der Ukrainer. Wenn man gewinnen will, dann darf man nicht auf den Gegner schauen. Außerdem, es gibt keine schwachen Gegner mehr. Kiew hat Rapids Weg in das Europacup-Finale in der vergangenen Saison genau verfolgt. Wir haben Rapid im Europacup-Finale gesehen und natürlich auch die Spiele gegen Dynamo Moskau. Und daraus ergibt sich einiger Respekt. Rapid ist sicherlich eine gute Mannschaft. Ich hoffe, das wird der Herr Präsident noch deutlich unter Beweis gestellt bekommen im August. Christian, wir beginnen wieder bei der Mannschaft. Wie hat man unter den Spielern reagiert auf dieses Los? Also bei mir persönlich, mir war es im Großen und Ganzen eigentlich egal, was für Mannschaft wir gezogen haben. Ich glaube, die Mannschaften, die was im Topf waren, sind alle Schwergegner. Und gut, wir müssen uns mit denen in Kiew jetzt abfinden. Ich hoffe doch, dass wir ein gutes Spiel in dieser Mannschaft machen. Andi? Mir persönlich wären ein, zwei andere lieber gewesen, aber... Der Werner Kuhn hat gesagt, die waren nicht mehr im Topf am Schluss. Ja, wir waren die Letzten, also wir wussten schon, wer auf uns zukommt, aber wie gesagt, wir müssen nehmen, was kommt und wir haben gute Spiele in dem Frühjahr gezeigt, im Europapokal gegen starke Gegner, vielleicht sogar stärkere wie Dynamo Kiew und wir werden alles versuchen, auch die auszuschalten. Ernst Dokupil, ich habe nichts erlebt in den letzten Monaten, obwohl es immer wieder schwierig war, dass sie aus der Ruhe gebracht hat. Wie schaut es mit Dynamo Kiew aus? Ja, da ist es eben so,
Ich handhabe das normal immer so, dass ich mich mit den Gegnern, mit den möglichen Gegnern überhaupt nicht befasse. Erst wenn wir einen zugelost bekommen, dann beginnen wir uns zu interessieren, sammeln Stärken und Schwächen des Gegners, beobachten den Gegner und dann stellen wir uns auf diesen ein. Von dem Spekulieren vorher, wem könnten wir haben oder wer ist besser oder schlechter, von dem halte ich eigentlich nicht. Das ist das Stichwort, bevor wir den Präsidenten hören. Wir haben dasselbe getan. Dynamo Kiew war ja eine der großen Mannschaften der 70er Jahre und mein Kollege Hans Hengst hat recherchiert, wie es der Herr Dokopil jetzt gesagt hat, und stellte uns im folgenden Beitrag den Gegner Rapid vor. Auch wenn es den Ukrainern wirtschaftlich nicht gerade gut geht. Fußballfeste werden mit Enthusiasmus inszeniert. Das Stadion in Kiew fasst über 100.000 Zuschauer. 1975 und 86 konnten die Dynamo-Fans den Europacup-Sieg der Cupsieger feiern. Eine Mannschaft aus Österreich war für Kiew noch nie ein Stolperstein. Rapid ist an den Ukrainern bereits zweimal gescheitert. 1986 klar, 1992 denkbar knapp. Nach einem 0:1 auswärts führt Rapid daheim lange 3:1, dann gibt es Grund zum Ärgern. Und Tor um Gottes Willen! Das 3:2, 3 Minuten vor dem Ende dieses Spiels, ja, ist denn das möglich? In der vergangenen Saison hat Dynamo Kiew zwar über ein Champions League-Tor gejubelt, das Gastspiel in Europas Elite-Liga war damit aber auch schon wieder beendet. Nach dem Spiel gegen den späteren Halbfinalisten Panathinaikos schließt die UEFA die Ukrainer aus. Grund: versuchte Bestechung des spanischen Schiedsrichters López Nieto. Mit Pelzmänteln. Bleibt die Hoffnung, dass den Rapidlern in Kiew nicht das Fell über die Ohren gezogen wird. Herr Präsident, selber ein großer Fußballer gewesen, der Günter Kaltenbrunner. Was bedeutet dieser Gegner? Dieser Gegner? Ja. Ja, die Spieler und auch der Trainer hat schon gesagt, ich bin auch der Meinung, es gibt keine leichten Gegner mehr. Und die Spekulationen haben nur so lange einen Sinn zu sagen, es ist ein leichter Gegner, bis man dann das Resultat weiß. Und in den vergangenen Europacup haben wir auch lauter starke Gegner gehabt. Und wenn wir gut spielen, haben wir auch gegen jeden Gegner eine Chance. Hätte es einen Wunschgegner gegeben? Hat man sich vorher die Namen angeschaut und gesagt, das wäre vielleicht günstig oder spielt das nicht so? Andi Herreff hat gesagt, 1-2 Mannschaften wären ihm lieber gewesen. Aber diese Spekulationen haben wirklich keinen Sinn. Nachher zeigt sich, ob der Wunschgegner ein wirklicher Wunschgegner war. Und Sie wissen, Rapid haben sich doch einige Vereine gewünscht im vergangenen Europacup. Und wir sind ins Finale gekommen. Ja, also, ja, das hat keinen Sinn zu spekulieren. Um nochmal auf diese Bestechungsaffäre zu sprechen zu kommen, spielt das noch eine Rolle oder ist das so, wie Ihr Manager Werner Kuhn gemeint hat, dass man jetzt ganz besonders von Seiten der UEFA auf diesen Verein aufpassen wird? Oder ist das nur ein Symptom gewesen? Ist das gang und gäbe im Fußball? Das hoffe ich nicht. Ich glaube, dass man auch darauf achten wird, und zwar sehr genau achten wird. Und ich hoffe, dass das Vergangenheit ist. Ernst Dokopil, erstes Spiel in Wien. Ist das ein Nachteil? Ja, das ist das Einzige, was mir eigentlich nicht so gefällt. Lieber würde ich das zweite Spiel zu Hause spielen. Andererseits haben wir im ersten Spiel 3 gesperrte Spieler. Und das ist vielleicht sehr günstig, wenn wir zu Hause spielen können. Und dann auswärts mit der kompletten Mannschaft, also kein Vorteil ohne Nachteil. Ich schicke voraus, ich hoffe natürlich, und wir alle hoffen, dass Rapid diese Aufgabe meistern wird und wirklich mitspielen wird in der Champions League, für den Fall, dass es schief geht, dann hätte man die Chance, im UEFA Cup mitzuspielen. Ist das eine Alternative, an die man denkt? Ja, sicherlich, das ist eine große Alternative, denn man fällt jetzt nicht mehr ins Bodenlose, wenn man ausscheidet, sondern hat die Möglichkeit, auch im UEFA Cup weiterzukommen. Es gibt auch sehr viele attraktive Mannschaften im UEFA Cup. Aber letztendlich, mit dem wollen wir uns auch noch nicht befassen. Jetzt geht es darum, Kiew zu schlagen, alles dazu zu tun und alles
in der Vorbereitung dafür zu machen, dass wir auch besser sein können als der Gegner. Ist die Mannschaft für Sie ein unbeschriebenes Blatt oder gibt es Möglichkeiten, die Mannschaft bis zum 7. August noch kennenzulernen? Ja, derzeit sind Sie noch ein unbeschriebenes Blatt, aber es gibt Möglichkeiten. Sie beginnen am 20. mit der Meisterschaft. Also wir werden natürlich, Funke Feurer und ich werden Sie beobachten, wenn es geht, 2-3 Mal. Wir werden schauen, dass wir Videomaterial bekommen und dann eben die Taktik für das Spiel ausarbeiten. 7. August in Wien, Herr Präsident, weiß man bereits, wo gespielt wird? Wir werden im Happenstadion spielen, ja. Und hoffen, dass es voll ist. Das sicherlich auch. Okay, wir wünschen alles Gute. Ich wünsche alles Gute. Ich meine, wir alle wünschen alles Gute. Ich sage an dieser Stelle, die Vorarlberger sollten ja ganz besonders die Daumen drücken, weil man kann dann sagen, die Grundlage dafür ist in Vorarlberg geholt worden. Und damit sind wir beim zweiten Thema, beim Fußballalltag sozusagen der Grün-Weißen. In den vergangenen Tagen war Rapid auf Einladung des Landesliga-Clubs Blum FC Höchst zu Gast in Vorarlberg. In der Winterpause vor ein paar Monaten war die grün-weiße Karawane dem Ruf der Wüste gefolgt. Damals haben die Rapidler in Dubai am Persischen Golf Kondition getankt. Gemeinsam mit ein paar Gastspielern aus Dubai schwitzen die Grün-Weißen seit knapp einer Woche in Höchst. Trainiert wird bis zu 3 Mal pro Tag, auf dem Programm steht intensives Ausdauertraining. Immer unter den strengen Blicken von Ernst Dokkopil und unter der Aufsicht von Konditionstrainer Johann Meyer. Jeder Spieler ist genau ausgetestet worden, in welchen Bereichen er trainieren muss. Und das Ganze wird mit Pulsuhren und Laktatkontrolle genau individuell gesteuert. Man kann sich immer wieder selber kontrollieren, selber beobachten. Und das ist doch sehr, sehr positiv. Schummeln ist im Training also nicht mehr möglich. Und ob die Spieler bei den Übungen ihre individuellen Vorgaben einhalten, wird sofort nach dem Training am Computer ausgewertet. Ich sehe ganz genau, wie der Spieler die ideale Trainingsbelastung, die ihm vorgegeben wurde, auch eingehalten hat. Sieht auch die ganze Mannschaft. Auch super gemacht. Der Küper trainiert ganz perfekt. Das ist einer, der wirklich absolut perfekt trainiert. Ich glaube, wenn ich am Trainingsplatz stehe, am Spielfeld, dann würde ich immer gewinnen oder würde ich bessere Leistung bringen. Und für einen Trainer und für einen Konditionstrainer ist das normal und für mich sowieso. Alle Spieler der Mannschaft, also auch die beiden Torleute, die in Höchst ebenfalls ganz ordentlich gefordert werden, sind in einem besseren körperlichen Zustand als vor einem Jahr. Kein Wunder, schließlich lockt die Champions League. Gut, scharfer Ausdruck. Wir haben im Vorhinein schon gewusst, dass das keine leichte Woche wird. Ich glaube, dass wir uns sehr gut vorbereitet haben und ich hoffe, dass das jetzt Früchte trägt. Solange es geht, wollen wir in jedem Bewerb dabei sein und wollen wir so erfolgreich sein, wie es geht. Natürlich ist wiederum die Meisterschaft ein Ziel und natürlich ist es auch eine große Herausforderung, in die Champions League zu kommen. Das gilt auch für die 4-9 im Rapid-Dress. Krzysztof Ratajczyk, 22-jähriger offensivstarker Verteidiger von Legia Warschau. Er soll Stefan Marasek ersetzen. Außerdem sollen Andrzej Leszczak und Thomas Zingler die Defensive der Hütteldorfer verstärken. Und im Angriff hofft Trainer Ernst Dokkopil auf erfolgreiche Sturmläufe von Marek Pengser. Trotzdem sollen noch 2 Spieler verpflichtet werden. Ich glaube, wir haben gute Spieler verloren und ich glaube, wir haben sehr gute Spieler dazu bekommen. Während ihrer Vorarlberg-Woche haben die Rapidler auch 2-mal gespielt. Heute wurde der FC Hart mit 5:0 geschlagen. Am Dienstag setzte es gegen Zweitliga-Neuling Bregenz eine 1:3 Niederlage. Auf diese Spiele wurde im Trainingsprogramm aber keine Rücksicht genommen. So lud der Konditionstrainer am Dienstag vor dem Spiel zum Zirkeltraining. Bis zum Meisterschaftsstart folgt noch eine Reihe internationaler Testspiele. Die Neuzugänge bei Rapid haben also noch Zeit, sich an das Rapid-Kabarett zu gewöhnen. Das ist sicher was anderes wie Admira Wacker. Admira Wacker war irgendwo immer die graue Maus. Und Rapid ist da ein Spitzenklub in Österreich. Der Schmierin, glaube ich, auch die ganze Zeit, oder? Ja, der Schmierin immer.
Jawohl, ihr habt super gemacht, wirklich. Bravo. Noch mehr? Bitte. Gut, so ist gut, genug. Danke. Und warum war das? Na, Spaß halber so. Schicke Doktor nach Hause. Ihr habt vier neue Spieler. Wie ist da die Stimmung? Haben Sie die schon gewöhnt an den Rapidschmäh? Na ja, man muss so mal sagen, sie werden sicher noch eine Zeit lang brauchen. Vor allem die zwei Polen werden sicher noch ein bisschen Eingewöhnung brauchen. Aber die Österreicher, die werden wir schon dahin bringen. Ernst Dokkopil, nach Dubai, jetzt Vorarlberg, wo liegt der Unterschied? Außer dein Kamel. Naja, es ist schon ein Unterschied, eine Winter- und eine Sommervorbereitung. Natürlich ist Österreich schöner als Dubai, das ist keine Frage. Wir werden hier eigentlich nach Strich und Faden verwöhnt. Vorarlberg bietet uns alle Möglichkeiten, die wir brauchen. Und wir bekommen unheimlich viel Sympathie, wo ich mich hier eigentlich dafür bedanken möchte. Denn es ist nicht selbstverständlich, so empfangen zu werden, wie es wir hier geworden sind. Herr Präsident Kaltenbrunner, ewig gestrige meinen doch eigentlich, dass die Wiener und die Vorarlberger nicht miteinander können. Warum geht der Meister ausgerechnet nach Vorarlberg? Hat das auch mit Ihrer Tätigkeit hier zu tun? Ja, ein bisschen schon. In der früheren Tätigkeit, muss ich sagen. Es sind sehr viele junge Leute hier, die es vielleicht nicht mehr wissen, dass der Günter Kaltenbrunner in der Blütezeit von Schwarz-Weiß-Bregenz ein ganz wichtiger Leistungsträger gewesen ist. Ja, das war 66, 67. Habe ich eben in Bregenz, bei Schwarz-Weiß-Bregenz, ein schönes Jahr erleben können mit einer guten Mannschaft. Und da sind natürlich Kontakte geblieben und diese Kontakte haben es ermöglicht, dass wir hier diese Woche erleben können. Hand aufs Herz, ist eigentlich nicht schade, dass nicht ein Vorarlberger Club in der ersten Bundesliga mit dabei ist? Ja, unbedingt. Die Erinnerungen an die damalige Zeit, die sind also bei mir noch wach. Es müsste eigentlich möglich sein, hier zumindest eine gute Mannschaft in der Bundesliga zu haben. Vor allem vom Zuschauerpotenzial. Die Zuschauer sind begeisterte Zuschauer und es ist eigentlich schade. Ich bitte die Nicht-Vorarlberger, mit diesem Lokalpatriotismus nachzusehen. Wie sieht die Mannschaft die Vorbereitung an? Auch so zufrieden wie der Trainer? Ja, sicherlich. Also für uns ist es sehr hart natürlich, die Vorbereitung, aber wir wissen, wir haben ein schweres Jahr vor uns in der Meisterschaft. Wir wollen den Titel verteidigen und wir wollen auch im Europapokal weit kommen. Und da heißt es schuften und hart arbeiten. Und hier haben wir gute Möglichkeiten, das zu tun. Und ist eigentlich alles perfekt hier. Wie beurteilen die Spielerwechsel, die stattgefunden haben? Den Abgang von Hatz, Janka, Marasek und die neuen Spieler, die da sind, wenn man Bilanz zieht. Ist die Mannschaft stärker geworden? Ist sie schwerer geworden? Ja gut, wie sich das im Spiel dann abzeichnen wird, das muss man erst sehen. Aber wie schon Peter Stöger gesagt hat, wir haben sehr gute Spieler verloren, haben aber auch sehr gute dazubekommen. Sie passen menschlich sehr gut zu uns und wir haben schon gesehen, also es sind alle sehr gute Fußballer und ich glaube, die werden uns verstärken. Christian, wir haben vor einer Woche, ich sage es nochmal, sehr beeindruckend Abschied gefeiert von Christian, vom Carsten Janka. Er war so etwas wie Ihr Zwilling, obwohl viele gesagt haben, die beiden passen eigentlich nicht zusammen, dann haben sie doch zusammengepasst. Wie sehen Sie eigentlich diesen Abgang? Na gut, ich meine, ich habe einen neuen Zimmerpartner bekommen. Der Carsten und ich haben uns auch privat sehr gut verstanden. Und es haben viele Leute gesagt, dass wir beide vor den Stürmen einfach nicht zusammen spielen können. Wir haben aber das andere dann bewiesen, dass wir da auch ganz gute Spiele geliefert haben. Ja, ich gönne es ihm, dass er zu Bayern München gekommen ist. Und wir haben jetzt den Marek Bengtsson bekommen, ist zwar ein bisschen ein anderer Spielertyp als wie der Carsten, aber ich glaube doch, dass er mit ihm gut vor den Stürmen harmonieren kann. Ernst, Mannschaft stärker geworden, schwerer geworden? Kann man sie überhaupt vergleichen? Naja, man kann es schon vergleichen. Ich denke, wir sind ein bisschen ausgeglichener geworden. Wir haben noch einiges, was zu tun ist bezüglich Verstärkungen. Wir wollen noch zwei Spieler holen, dann glaube ich, ist der Kader ausgeglichener. Und ich glaube, einzelne von den Neuerwerbungen werden auch stärker als die Abgänge sein. Wer sollen diese beiden Spieler sein, die Sie sich noch wünschen? Ja, wir suchen noch einen Mittelfeldspieler und eine Sturmspitze, denn mit zweien werden wir nicht durchkommen vorne. Und auch im Mittelfeld brauchen wir noch eine Verstärkung, aber daran wird gearbeitet und der Präsident wird sicher mehr wissen. Weiß er mehr?
Die Trainer wollen immer mehr Spieler haben. Aber wir sind schon daran, den einen oder anderen Spieler schon noch zu erwerben. Auf die Gefahr, dass man der Christian jetzt unter dem Tisch gegen das Schienbein tritt, ist der Toni Polster ein Thema? Schwierige Frage, aber wie Sie aus den Medien gelesen haben, erstens dürfte Köln mit Rapid im Moment, oder wir mit Köln, weil wir sind uns ja keiner Schuld bewusst, nicht die beste Situation vorfinden für Verhandlungen. Zum anderen hört man hier Summen, die sind eigentlich nicht zu bezahlen. Vom spielerischen Ernst, würden Sie sich ihm wünschen, würde ich ihn anpassen? Nein, ich würde mir den Toni nicht mehr wünschen. Ich habe sehr gutes Einvernehmen mit ihm. Ich bin sogar ein guter Freund von ihm, glaube ich. Aber er passt nicht in unser Konzept und nicht in meine Mannschaft. Damit ist die Sache an sich erledigt. Also man wird mit dem Trainer nicht einen Spiel aufdrängen, nehme ich an. Nein. Vor allem, wenn er so viel kostet. Noch nicht ausgestanden scheint die Sache Lesjak. Wie schaut es aus damit? Ja, ich möchte bewusst hier nicht allzu viel darüber sprechen. Es gibt hier zwei Ansichten, juristische seitens Ried und der Anwälte. Und wir hoffen also, dass wir doch eine Chance haben. Aber abgesehen von der juristischen Sache sind wir bemüht, und es hat ja schon Gespräche mit Ried gegeben, dass wir das einvernehmlich lösen können. Das wäre das Vernünftigste. Und wir werden also noch einmal einen Versuch starten nächste Woche und uns an einen Tisch setzen und versuchen, diese Lösung auf diesem Wege herbeizuführen. Nochmal zu diesem Wunsch nach zwei Spielern. Die Meisterschaft beginnt in 2,5 Wochen. Allzu viel Zeit ist nicht mehr. Bis wann muss hier die Entscheidung fallen? Naja, das könnte noch in den nächsten 14 Tagen erfallen. Wir wollen so rasch wie möglich. Es gibt ja schon Kontakte, wir wollen sie hier, die Namen wollen wir nicht nennen. Also wir werden auch in der nächsten Woche hier versuchen, diese Lösungen auch herbeizuführen. Ob wir alle zwei Spieler bekommen, das kann ich nicht sagen. Ist die Tatsache, dass Ivanov nicht mit dabei war in diesem Trainingslager, ist das ein Problem oder kann man das bewältigen? Naja, an und für sich ist es besser, wenn er nicht dabei ist bei der harten Arbeit. wenn er erst nachher zur Mannschaft dazukommt und letztlich hat sich seinen Urlaub redlich verdient und hat sehr gut gespielt bei der EM und wird jetzt in den nächsten 14 Tagen ein bisschen Kondition tanken und das genügt ihm eigentlich schon. Ist der 31. Meistertitel das Ziel, abgesehen jetzt von den Europabewerben? Naja, es gibt natürlich viele Ziele. Jetzt einmal die Champions League. Natürlich ist ein Meistertitel immer ein Ziel, aber letztendlich, wir wollen einen internationalen Bewerb erreichen. Natürlich den bestmöglichen. Welcher das dann sein wird, wird sich ergeben. Es war vorher so, dass uns keiner unter den ersten vier eingeschätzt hätte bei den Umfragen. Dann sind wir Meister geworden. Jetzt ist eine neue Saison mit neuen Mannschaften. Alles ist wieder möglich. Keiner ist Favorit, meiner Meinung nach, und letztlich wird sich der durchsetzen, der am besten gearbeitet. Bei strömenden Regen kamen etwa 500 Zuschauer ins Selztal Giannini schauen. Der Römer agierte zurückgezogen im Mittelfeld, spielte einmal berühren und entzog sich so geschickt dem körperbetonten Spiel des Gegners. Giannini zeigte viel Übersicht im Zuspiel und harmonierte mit Vastic ausgezeichnet. In den Strafraum ging er nur selten, er verteilte die Bälle, die trotz des tiefen und nassen Bodens fast stets genau an den Mann kamen. Was hat Sie bewogen, Ihre Karriere gerade in Österreich fortzusetzen? Österreich war für mich immer ein schönes Land. Zusätzlich war ich hier auf Urlaub und kannte Graz. Der Einsatz des Präsidenten und Videoaufnahmen der Mannschaft haben mich schließlich überzeugt, zu Sturm Graz zu wechseln. Weiters wollte ich Abschied vom römischen Trubel nehmen und ich glaube, Graz ist eine ideale Stadt für mich. Verhält es sich bei Ihnen so wie beim Wein? Je älter, desto besser? In Italia si dice così, dicono così. Io spero che sia così. Ho fatto bene l'anno scorso. Ich habe die vergangenen 15 Spiele für Roma in sehr guter Form gespielt. Also so gesehen verhält es sich wie mit dem Wein. Ich hoffe, ich kann in Graz die Leistungen fortsetzen und für Sturm Graz die in mich gesetzten Erwartungen erfüllen. Dimostrare che non sono vecchio, che sono buono, sono giovane. Das Schönste daran, was mich eigentlich beeindruckt hat, vorerst von ihm,
dass er nicht ein Star ist, sondern ein Mensch. Er ist zu den Spielern gegangen wie ein ganz normaler kleiner Spieler, der von der Unterliga kommt, sondern hat sich sofort eingefügt. Er ist für mich ein Weltstar von seinem Namen, weil ich erst weiß, wie berühmt und bekannt er ist und welches Idol er für Rom ist und wie er sich hier gibt. Er hat sich sofort eingefügt, ist zu jedem kameradschaftlich und das zeigt von Stärke und Klasse. Giannini, der erst seit einer Woche im Trainingslager bei Sturm mittrainiert, merkt man den Rückstand aufgrund seiner ökonomischen Spielweise nicht an. Seine Position ist hängend im Mittelfeld, der zeigt immer wieder bei jedem Zuspiel sein gutes Auge und so gesehen ist er eine ideale Ergänzung zu Vastic. Wie gefällt Ihnen der Giannini? Für einen Fußballer ist sehr gut. Ja. Ich kenne nur die Sängerin Gianna Nannini. Er ist mir nicht bekannt. Aber fesch ist er? Ja, fesch ist er. Aber ich habe einen schönen Mann auch daheim. Der dirigiert schon im Mittelfeld und so. Sicher ein guter Mann, ja. Als Mann oder als Spieler? Beides. Ja, ganz gut. Also ich finde ihn gut, ja. Ehrlich, ich finde ihn ganz gut. Wurde Sturm Graz für Sie erst ein Begriff bei den Vertragsverhandlungen? Ho conosciuto Sturm Graz perché ha giocato nel turno prima con lo Slavia Praga. Quindi io ho guardato Sturm Graz. Ich habe Sturm Graz beim Videostudium von Slavia Prag kennengelernt. Und spielerisch hat mir die Grazer Mannschaft gut gefallen. Schließlich hat mich der sympathische Präsident mit seinem Einsatz überzeugt, den Schritt Richtung Graz zu setzen. Del Presidente sono venuto su a Graz a guardare a vedere la cittadina e mi è piaciuta. Sono felice. Sturm Graz besiegt Rottenmann mit 1:0. Torschütze ist Arnold Wetter. Der Hannes Kartnick wird strahlen bei so vielen Liebesbezeugungen. Christian, Zweikampf, Rapidsturm? Ja, glaube ich sicher, dass Sturm ein Wörtchen mitreden wird um die Meisterschaft. Aber ich glaube auch, dass Salzburg und Tirol sicherlich mitreden werden. Andi? Ja, also ist möglich, dass nicht nur zwei Mannschaften um den Titel mitspielen. Es haben sich alle verstärkt, es sind neue Trainer da, neue Systeme. Man wird sehen, wie sich die Meisterschaft entwickelt. Wichtig ist, dass wir vorne stehen. Ernst, wird es hinauslaufen auf diesen Zweikampf nach diesem großen Spieleinkauf, den Sturm Graz hier getätigt hat? Ach, ich glaube es eigentlich nicht. Ich denke mir, dass mehrere Mannschaften die Chance haben, vorne mitzuspielen. Tirol, sicher Salzburg wieder, Sturm, wir, das sind die meistgenannten, aber auch Lask oder GRK sind für Überraschungen gut. Und ich glaube, es wird eine sehr interessante Meisterschaft. Eine Meisterschaft, die sicher sehr schwer wird, aber ich hoffe doch, dass wir vorne dabei sind. Sind Sie ein bisschen neidisch unter Kaltenbrunner, dass Ihr mein Präsident, obwohl er vor einer Woche gesagt hat, das Ganze kostet nur 35 Millionen, ich sage es jetzt trotzdem, dass ein Präsident so in die Vollen greifen kann? Ich glaube, dass wir auch ein sehr, sehr gutes Potenzial haben, eine sehr gute Mannschaft haben. Und ich bin eigentlich auch der Meinung von den Spielern und vom Trainer, Sturm hat sich am meisten aufgerüstet, aber es wird, glaube ich, von mehreren Mannschaften entschieden werden. Innsbruck ist sicherlich auch stark, auch Salzburg, LASK darf man nicht unterschätzen, GRK hat gut gespielt. Ich glaube auch, dass heuer die Meisterschaft interessant wird, vielleicht sogar noch interessanter als die vergangenen. Bedanke mich, wünsche einen schönen Aufenthalt nach in Vorarlberg und toi 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 und viel Erfolg in der Meisterschaft und in der Champions League. Danke. Danke. Danke.